Nach 12 oder 15 Jahren habe ich das erste Mal Geld übrig gehabt. Also Langfristigkeit, das ist Wahnsinn. Und da habe ich eine Hochstammanlage gepflanzt, von der ich wusste, dass sie dann wiederum erst 10, 15 Jahre später richtig in den Ertrag kommt. Hans Pfeffer ist Winzersohn und ein Biobauer mit viel Geduld. Seit 1992 widmet er sich dem Obstanbau und der Rinderzucht in der Bannmühle in Odernheim am Glan. Da ist der Apfelanbau der Teil, wo das Geld ein bisschen reinkommt. Ich mag es nicht gerne getrennt sehen, weil die Rinder den Trester vom Apfelsaft produzieren, fressen. Dafür machen die einen wunderbaren Mist und mit dem Mist dünge ich meine Obstanlage. Also es ist ein sehr geschlossener Kreislauf. Doch nicht nur Rinder, auch kleinere Helfer hat er unter Vertrag. Die kommen entweder wild daher oder gezähmt vom Bio-Imker. Ich finde Bienen cool. Ich weiß, dass Bienen für meine Obstanlage essentiell notwendig sind. Und für viele andere Sachen auch, aber das ist das, was mich betrifft, so. Deswegen ist auch der Blühstreifen für die Bienen, wenn das Obst ausgeblüht hat, immer noch ein gutes Nahrungsangebot. Hans Pfeffer versucht alles, die Natur für sich arbeiten zu lassen. Er experimentiert viel. Deshalb sind die Blühstreifen nicht nur für die Bienen gut. Ja, also wir haben die Besucher dieser Blühstreifen sind ja auch Insekten und viele von denen sind Insektenfresser am Ende. Das heißt, dass die Schädlinge in den Obstanlagen dezimieren und dezimieren sollen. Das ist alles auch noch ein Versuchsstadium. Also möglichst viel verschiedene Pflanzen, die blühen, ergibt möglichst viele Insekten und einige von denen werden mir hoffentlich helfen, die Obstanlagen gesund zu halten. Auch mit den Rindern ist Hans Pfeffer einen anderen Weg gegangen. Sie stehen nicht nur auf der Weide. In den großen Anlagen habe ich, und das gibt es ja sonst eigentlich nahezu nicht mehr, gleichzeitig die Rinder drinstehen. Und das ist für mich genial. Also die lassen ja den Mist gleich unter den Baum fallen. Sie mähen das Gras, ohne dass ich dafür Diesel brauche. Und die Beobachtung der letzten Jahre ist, dass die Anlage von den bedrohlichen Pilzkrankheiten viel weniger betroffen ist. Die Tiere sind übrigens lokale Exoten, die kaum ein Bauer noch haben will. Glan-Donnersberger heißen sie. Früher zogen sie Wagen. Sie hat halt ein bisschen wenig Milch und sie hat ein bisschen wenig Fleisch. Und ein bisschen schwach ist sie dann doch im Vergleich zu einem Traktor. Deswegen ist das Wagenziehen nicht mehr so wichtig. Und deswegen sind sie vom Aussterben bedroht. Sie werden heute nicht mehr gehalten. Es gibt ja reine Fleischrassen und es gibt reine Milchleistungsrassen. Und für uns ist das klasse, wenn wir sagen, der ganze Betrieb soll Biodiversität leben, Genressourcen aufrechterhalten, dann eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Obstanbau, karge Wiesen und dann noch Exotenrinder, die keine Bestleistungen bringen. Das Spektrum der Bannmühle ist kein Rezept für Reichtum. Es ist nicht wirklich leicht, damit viel Geld zu verdienen. Aber was ist es? Es ist wunderschön. Und um das Schöne ein bisschen verkaufen zu können, haben wir Tippis, haben Gästezimmer, haben ein Seminar- und Tagungshaus, Kanus auf dem Plan. Also man kann gerne kommen und auch diese Schönheit mitgenießen. Und es kommen Menschen, die mal davon hören, die befreundet sind mit der Familie, kommen her und genießen dieses ganz andere Leben. Also sie trauen sich darauf einzulassen. Apfelernte beginnt mit Stress und oft entsteht dann ein Teamgeist. Wow, wir wollen diese Äpfel ernten. Wir wollen das heute Abend noch in die Flasche reinbekommen. Und so am Anfang sagen, das ist alles viel zu viel Arbeit, das kann ich nicht, löst sich in was anderem auf. Ein Beispiel ist Christian. Er arbeitet normalerweise als Coach für Unternehmen. Ein paar Male im Jahr kommt er aus Hessen nach Odernheim, tauscht den Anzug gegen T-Shirt, den Schreibtisch gegen Trecker. Nicht immer nur im Raum, sondern hier auf dem Traktor. Es ist einfach sehr handfest und erdend und ja, so das richtige Leben, ne? Mit Schweiß und dreckigen Händen und auch das finde ich super schön. Hans Pfeffer ist Winzersohn. Was er vom Wein schon kannte, übertrug er auf seine Apfelsäfte. Die Suche nach der perfekten Mischung. Das Ergebnis jedes Jahr aufs Neue, eine Geschmacksvielfalt. Wir wollen kein Wasser und Zucker dran kippen, also suche ich einen Apfelsaft aus, der zu diesem Kirschsaft in diesem Jahr schmeckt mit 30% oder 33% oder 35%, 7 Gläser auf dem Tisch, verschiedene Mischungspartner und dann die richtige Mischung aus
testen, wie die Winzer, die ihren Wein 27 Mal probieren, um zu sagen, jetzt ist er so, wie ich ihn haben möchte. Und das ist natürlich eine totale Freude, an so einem Lebensmittel mit dem Spaß und dem vollen Aroma und Geschmack arbeiten zu dürfen. Die Bannmühle ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert. Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.